Welcher Eingang? C4. Habt ihr ein Band? Hallo, du, ich höre dich nicht. Jetzt ist es wieder soweit. Bavarian Fashion Week, verstehst? Da brauchst du als Bayer schon überhaupt nicht mehr rausgehen vor lauter Preis. Wo willst du denn hingehen? Ins Hippodrom oder was? Zum Wiesenfasching? Das einzige Zelt, wo gleich nur Reservierungen sind, dass ja keiner vom Fußvolk dazukommt. Dann hockerst drin, die vollgeschmierten Grätzen mit einem Obergrätz, aufbrezelt wie die Pfingströsser, mit einer Tülldirndl vom Loden frei und trinken den Shampoos aus dem neckischen Masskrüglein. Das ist einmal so ein Riesentamtam und dann draußen ist sie um 9 erst auf die Bänkaffe und machen noch eine Stunde Stimmung mit ihrem Chef im Hippodrom. Und wenn du überhaupt keine Stimmung brauchst, dann gehst du gleich ins Armbrustschützenzelt. Aber das geht auch nicht, weil da nämlich die Hypobank 2 Wochen durchreserviert hat und Spesenabrechnung macht. Und wenn es dir komplett wurscht ist, dann gehst du gleich ins Hofbreitzelt, wo dir die Australier um 11 in der Früh schon nackert in der Händel reinfallen. Und dann speimst du einen Döner über den Tisch, den sie am Bahnhof noch gefressen haben, weil sie nicht wissen, dass man auf der Wiesn nicht bloß saufen, sondern auch was essen kann. Oder wenn du was Besonderes willst, dann gehst du in den Schottenhammel und schaust da oben der Udi den ganzen Wahnsinn wieder anzapft für uns. Die nächsten 2 Wochen hocken nämlich bloß mehr 16-Jährige drin und hauen das Geld vom Vater aus. Ja, aber wenn dann am Sonntag, da wo sie sich nicht drängeln, sondern aneinander reimen, ne? Und wenn du dazukehren willst zur Münchner Gesellschaft, dann gehst du ins Schützenzelt. Da hocken dann ein paar Grünwalder drin, die mit den roten Socken. Und die treffen dann auf 2000 zugrößte Preisen, die wieder irgendwo ein Bantel abgestaubt haben, in einer dreiviertel langen Angermeier-Lederhosen und dem neckischen Halstuch. Und wenn dir die Münchner Gesellschaft wurscht ist und du meinst, du kehrst gleich zur Schickeria, dann gehst ins Dschungelcamp, zum Käfernei, wo die ganzen C-Prominenten davor stehen und hoffen, dass sie der Papa Michael reinlässt. Und der Lothar hockt schon drin und lernt seine nächste Scheidung kennen. Hey, aber später schon noch Einser alle, oder? Sehen wir uns schon noch alle im Einser. Und um 11, wenn dann eh schon alles zu hat, dann kannst du ins Weinzelt gehen, auf einen kleinen Absacker, deine letzten 4000 Euro für Nebukadnezar aushauen. Und wenn hinausgeht das Jahr, dann geh vielleicht ins Hacker, wenn überhaupt.